Herr Reicherter, Sie waren am 30.09. durch Zufall im Schlossgarten. Ich gebe Ihnen das Wort. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Es ist so, als hätten Sie das Datum bewusst ausgesucht. Denn auf den Tag vor einem Jahr hatte unser Bürgertribunal zum 30.09. einen Empfang beim Ministerpräsidenten Kretschmann. Wir haben unsere Abschlusserklärung übergeben mit 4.500 Unterschriften. Und ich bin gebeten worden, falls heute noch welche nachträglich sich anschließen wollen. Nachher da draußen beim Büchertisch liegt diese Abschlusserklärung auf und Sie dürfen sich gerne noch eintragen und unterschreiben. Ja, Sie haben jetzt das Thema, das Sie mir gestellt haben, nicht wiederholt. Ich musste etwas lachen, als der Herr Amler mir das Thema da vorgegeben hat. Ich soll so in 7 Minuten erzählen, was mir alles widerfahren ist in den gut 2 Jahren seit dem 30.09. Ja, ich habe vor einiger Zeit, ich bin ja sehr oft unterwegs zu irgendwelchen Vorträgen und Veranstaltungen, vor einiger Zeit in Reutlingen einen ganzen Abend bestritten mit der Erzählung, was mir alles passiert ist seither. Ich habe mir jetzt einfach ein paar Stichworte notiert, weil sonst kann ich die 2 Jahre nicht aufarbeiten. Also unterm Strich sind die 2 Jahre für mich wie vielleicht 20 Jahre davor gewesen, das ist nicht übertrieben. Also es ist eine ganz andere Welt jetzt. Ich habe tolle Leute kennengelernt, bin ja damals durch Zufall, wie Sie richtig sagten, am 30.09. in den Schlossgarten geraten und auch vom Wasserwerfer beschossen worden, wie so viele andere auch. Und dachte, das kann nicht sein. Als Richter, der gerade in den Ruhestand gegangen war, plötzlich da zu sein und die Staatsmacht gegenüber. Ich habe das beschrieben in einem Beitrag zum ersten Buch, wo ich mitgewirkt habe. Inzwischen sind es schon mehrere und vielleicht sage ich es gleich an der Stelle. Der Herr Mann und ich arbeiten an einem Schwarzbuch zur Stuttgarter Justiz. Etwas ungewöhnlich für einen pensionierten Richter aus Stuttgart vielleicht. Und da können wir noch gerne Material brauchen. Ich komme nachher kurz vielleicht drauf. Ja, je mehr, desto besser. Was ich zum ersten Buch sagen wollte, ich habe meinen Beitrag überschrieben mit dem Wort die Ohnmacht des Bürgers. Und so habe ich es immer mehr empfunden. Die Ohnmacht war da am 30.09. Und die Ohnmacht hat mich jetzt die ganze Zeit begleitet, bei allem, was ich mache im Zusammenhang mit 30.09. und Bürgerrechte und Verfassungsschutz und was es alles gibt. Das ist eigentlich das Schlagwort und das sage ich deswegen, weil es, glaube ich, für ganz viele es sich genauso darstellt. Ich kenne viele, die heute nicht da sein können, weil sie das gar nicht ertragen können, über den 30.09. zu reden. Ich kenne viele, die nicht mehr in den Schlossgarten gehen können, weil sie auch das nicht ertragen können. Ich kenne Leute, die in Tränen ausbrechen, wenn sie einen Polizisten sehen oder wenn sie das Alarmsignal hören von der Polizei. Und das ist genau diese Ohnmacht. Deshalb bin ich auch so froh, dass wir heute darüber reden können und dass wir vielleicht auch konkret etwas damit machen können, mit dem, was wir erlebt haben und wie das aufgearbeitet werden soll. Ein Stichwort möchte ich auch noch sagen, weil das immer so schön gesagt wird, wir wollen nicht rückwärtsgewandt sein, sondern nach vorne blicken. Aber da muss ich zumal als Richter und ich war ja auch lange Staatsanwalt sagen, dass beides natürlich zusammengehört. Der Blick nach rückwärts, um das aufarbeiten zu können und dann nach vorne weiterzugehen. Und da meine ich, fehlt noch sehr viel. Jetzt will ich mal, sonst verliere ich mich in den Reden zum 30.09. allgemein, will ich das Thema ein bisschen aufgreifen noch, was mir vorgegeben wurde. Ich bin wider Willen prominent geworden, damit muss ich jetzt leben, ist etwas anders als es vorher war. Ich wollte mich eigentlich nicht in den Mittelpunkt stellen, aber es ist so geworden und ich nehme es auch so an. Über die Bücher habe ich schon gesprochen, da will ich noch nachtragen, das Buch des Tribunals zum 30.09. wird nachher verkauft da draußen und das ist sicherlich auch wichtig für die, die damals die Veranstaltung nicht besuchen konnten,
Das war ja ein Jahr nach dem 30.09. dieses Bürgertribunal in einem überfüllten Saal. Es musste nach außen übertragen werden in einen anderen Saal und hat gezeigt, wie wichtig das war. Und die Betroffenen, die da zum ersten Mal zu Wort überhaupt kommen konnten, die haben uns hinterher auch gesagt, wie wichtig das für sie war, endlich mal was sagen zu können. Denn bis dahin war das ja nicht möglich. Ich kann es selbst nachvollziehen, weil ich ja als Zeuge zum Untersuchungsausschuss im Landtag geladen war. Das war auch so eine fürchterliche Sache für mich. Nicht die Vorladung als solche, sondern dass man da, wie viele andere betroffene Bürger, die gehört werden sollten, da lange Zeit wartet im Zeugenzimmer, dann einfach weggeschickt wird, ohne jegliche Erklärung oder gar Entschuldigung, dass der Teil des Geschehens, zu dem ich hätte aussagen sollen, überhaupt nirgends nachher auftaucht. Das so war mein Eindruck. Es gibt eine Ausnahme, den Herrn Skerl möchte ich lobend erwähnen, mit dem ich die ganze Zeit jetzt sehr gute Kontakte hatte. Aber er stand, glaube ich, etwas auf verlassener Position im Untersuchungsausschuss. Wenn man gesehen hat, wie die Mehrheit im Untersuchungsausschuss und vor allem auch der Vorsitzende das betrieben hat, so habe ich da meinen Glauben verloren, dass das aufgearbeitet werden soll im Untersuchungsausschuss. Deshalb vielleicht als Stichwort, ich meine schon, dass man an einen neuen Untersuchungsausschuss denken müsste. Ich bin dann auch zu den Juristen zu Stuttgart 21 geraten. Die gab es schon, bevor ich dazu kam, schon einige Zeit. Habe mich auch da sehr gut aufgenommen gefühlt. Und wir sind dran an vielen juristischen Dingen. Und großer Respekt für die anderen, die alle noch berufstätig sind, die sich um die Familie kümmern müssen. Viele haben noch kleine Kinder. Und die sich da engagieren in einem Ausmaß, das bewunderungswürdig ist. Irgendwann ging es bei mir darüber hinaus, über die Frage des 30.09. natürlich, also wir haben ausgemacht, wir reden nicht über Stuttgart 21, das will ich auch einhalten, aber es wurde natürlich für mich auch zum Thema. Zum Thema wurde dann auch die Frage von Moral und Gerechtigkeit und Lügen. Glaube ich, muss es nicht vertiefen, alle wissen, um was es geht. Aber ich hätte mir früher nicht vorstellen können, dass derart gelogen wird in der Politik, in der Wirtschaft, von offizieller Seite. Was ich auch ansprechen möchte, es ist ja klar inzwischen, dass auch Abgeordnete belogen wurden, zum Beispiel zu den Kosten. Und da hätte ich so viel Rückgrat schon erwartet, dass man dann auch hinsteht und sagt, wir sind betrogen und belogen worden. Und das in der Öffentlichkeit. Und das in der Öffentlichkeit auch anspricht. Ich habe auch da das Gefühl der Ohnmacht erleben dürfen. Ich habe alle Fraktionen im Landtag angeschrieben, die Vorsitzenden. Und ja, größtenteils kam gar keine Antwort. Und wenn, war es völlig nichtssagend. Und ich denke, die Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht, dass das geklärt wird und dass man da auch hinsteht. Ja, dann will ich ja nicht herziehen über Kollegen, sondern jetzt mal vorweg sagen, als ehemaliger Richter und Staatsanwalt kann ich für viele die Hand ins Feuer legen, sowohl bei den Gerichten als auch bei der Staatsanwaltschaft. Und da sind auch persönliche Freundschaften da. Es geht mir also nicht darum, jetzt alle irgendwie rund zu machen oder schlecht zu machen. Aber das, was ich jetzt erlebe, vor allem mit dieser politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, mit der Aufarbeitung, Nichtaufarbeitung des 30.09. und mit der Bearbeitung von Verfahren, wenn sie gegen Stuttgart 21 Gegner sind, was da läuft, und wenn sie gegen Verantwortliche des 30.09. oder auch andere Übergriffe sind, wie es da läuft, da hat sich mein Gerechtigkeitssinn gesträubt und sträubt sich immer noch. Und wenn ich dann in einem Aktenvermerk des Herrn Oberstaatsanwalts Häusler über mich lesen muss, dass ich von Wahnvorstellungen besessen sei, dann frage ich mich schon, was das noch mit objektiver Wahrheitsfindung zu tun hat.
Die Polizei, da muss ich auch sagen, auch da sind persönliche Freundschaften da und das gilt auch für den 30.09., was ich da selbst auch mitbekommen habe. Ich möchte sagen, dass sicherlich 90% der Polizeikräfte, die da waren, völlig in Ordnung waren und man mit denen auch reden konnte. Aber ein gewisser Prozentsatz ist da und der wird leider immer noch geschützt durch die Ermittlungsbehörden, statt dass der durchgegriffen wird. Wir haben jetzt keine Zeit, vielleicht wenn Fragen sind, kann ich Einzelfälle aufzählen, aber es ist katastrophal zum Teil. Die meisten von Ihnen wissen, dass mir eine Durchsuchung widerfahren ist. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, aber es war natürlich schon eine besondere Erfahrung als ehemaliger Richter und Staatsanwalt, wenn die Bude auf den Kopf gestellt wird und keiner da ist. Es wurde ja keine Vertrauensperson beigezogen. Ich selbst war in England in der Zeit. Und ich will es jetzt heute nicht vertiefen, aber in Kürze wird in dem Zusammenhang die nächste Schweinerei ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Also man sollte nicht annehmen, dass die Staatsanwaltschaft daraus etwas gelernt hat, jetzt aus dieser Sache. Die Medien werden sicherlich auch noch angesprochen werden müssen. Ich fasse mich auch da kurz, aber ich habe ja jetzt viel mit Medien zu tun und ja, da habe ich mich zum Teil schon gewundert, wie das läuft. Ich habe gute Kontakte und ich kann es an einem Beispiel sagen, ich will nicht sagen, um was es geht, aber ich dachte, es sei wichtig, zur Aufklärung der Öffentlichkeit einen bestimmten Punkt mal zu vertiefen. Und da wurde mir dann gesagt, das ist kein Hammer für uns, das ist eine ganz normale Meldung und das interessiert uns nicht und damit war es rum. Also man kann es auch an der Wortwahl sehen. Ich will jetzt gar nicht beim 30.09. das vertiefen, was da an Wortwahl alles vorkommt in den Medien. Aber ich habe neulich in den Nachrichten in einem Radiosender gehört, als es um die Einspeisungsvergütung ging für Photovoltaik. Ich selbst habe also einen Kredit aufgenommen und ziemlich viel Geld investiert für eine Photovoltaikanlage. Und da musste ich mir anhören, dass die Betreiber hier die Nutzungsentgelte da abgreifen. Das war wirklich so in den Nachrichten. Das zeigt, wie die Meinung gesteuert werden kann. Ja, was ich mir wünsche, damit komme ich aber zum Ende. Das wäre der neue Untersuchungsausschuss, habe ich schon gesagt. Und ich bin auch der Meinung, dass mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart, mit der politischen Abteilung kein Staat zu machen ist, sondern dass eine andere Staatsanwaltschaft die Ermittlungen betreiben müsste. Und dazu nur ein Satz. Ich habe mir das Recht erstritten, im Zusammenhang mit meinem eigenen Verfahren wegen des Wasserwerfers Einblick zu nehmen in die Polizeivideos, die ja die Öffentlichkeit nicht kennt. Was ich da an Übergriffen gesehen habe, die nicht verfolgt werden, das hat bei mir den Eindruck ausgelöst, dass sich da keiner drum kümmert. Und ich habe nur die Wasserwerfergeschichten gesehen. Ich weiß aber, dass es auch entsprechende Aufnahmen zu Pfefferspray-Einsätzen gibt. Es ist ja schlichtweg verboten, nach den Polizeirichtlinien gegen Kinder Pfefferspray einzusetzen. Auch da gibt es ja offenbar entsprechende Aufnahmen. Ich bedanke mich für das Zuhören. Herr Mann, schön, dass Sie da sind, dass alles geklappt hat noch. Ihnen gebe ich noch eine Frage neben dem, was wir schon verabredet haben, mit auf dem Weg. Hätten Sie sich als Freiburger vorstellen können, dass sich die Stuttgarter Linie am 30.09. so mal auflöst? Guten Abend erstmal. Und ich möchte mich zunächst entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Ich bin einfach im Schnee stecken geblieben und musste von einem Schlepper erst rausgezogen werden. Dann stand ich noch vorm Hesslacher Tunnel. Anschließend dann vom Haupteingang des Rathauses, bis ich mich dann wieder durch die Menschenmassen an den Seiteneingang bequemen konnte. Also es tut mir leid, das ist eigentlich nicht meine Art, ich bin gerne sehr pünktlich. Nein, ich hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können. Ich hatte zwar im Vorfeld schon Kontakt zu Stuttgart 21 Kritikern, ich habe die Parkschützer auch schon beraten. Ich wusste auch, dass sie sehr friedfertig und gewaltfrei sind. Das ist ein ganz hohes Prinzip. Wir haben da auch oft schon im Vorfeld darüber diskutiert, was es dann bedeutet, gewaltfrei zu sein. Das heißt,
also dass es nicht nur gewaltfrei ist im tatsächlichen Sinne, sondern es muss auch gewaltfrei aussehen. Der Herr Reichert hat gerade die Medien schon angesprochen, wenn ein Foto in der Zeitung erscheint, wo ein Demonstrant die Hand oben hat, dann sieht er nicht auf der Betrachter, ob er einen Schlag abwehrt oder ob er selber schlägt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es gewaltfrei aussieht. Nachdem ich diese ganzen Diskussionen bei den Parkschützern erlebt habe und dann erfahren musste, ich zitiere jetzt einen, der mich angerufen hat vom 30.09., der sagte, hier ist Krieg, erfahren musste, was dort alles passiert ist, da war ich äußerst erschüttert, insbesondere dann, zu dem Zeitpunkt, als ich erfahren habe, dass man den Demonstranten die Schuld und Unfriedlichkeit vorwirft. Und da war ich einfach fassungslos, weil ich habe auch viele Videos nachher mir anschauen müssen und angesehen. Ich habe sehr viele Sequenzen gesehen, in denen Demonstranten, die geschlagen wurden, in der Tat etwas aggressiver waren, wurden aber sofort von anderen Demonstranten und Parkschützern zurückgeholt, aus dem Bereich rausgebracht, sodass keine Eskalation seitens der Demonstranten erfolgt ist, was man von der Polizei leider nicht sagen kann. Es war 13.47 Uhr, als der Wasserwerfer Nummer 1, Dietrich Wagner, blind schoss. Er ist nahezu blind, das linke Auge ist ganz blind, auf dem rechten hat er noch eine Sehstärke von 8%. Er ist zusammengefallen, wurde dann aufgehoben von Helfern. Es gab dann nochmal einen Helferwechsel, sie haben ihn dann rausgeführt und da hat ein Fotograf das Bild seines Lebens wahrscheinlich gemacht. Dieses Foto der Ikone des Widerstands, wie es jetzt immer heißt, ging dann um die Welt, zusammen mit den Bildern der Wasserwerfer und der Demonstranten, die auch auf diesen Videos für mich erkennbar friedlich demonstrieren. Und ähnlich, und diese Sprüche auch, die der Herr Schorlau schon vorhin zitiert hat, wir sind friedlich, was seid ihr, skandiert haben. Man hat gesehen, dass es sich hier nicht um Hooligans handelt, sondern dass das das Bürgertum war. Und ähnliche Aussagen gab es ja sogar von Polizeibeamten im Untersuchungsausschuss, die gesagt haben, da standen keine Demonstranten, da standen meine Nachbarn. Umso erschütternder ist es eigentlich, wie der Staat mit dieser Situation umgegangen ist. Und ich denke, da gibt es einfach drei Phasen, die man betrachten sollte. Das eine ist die Phase, was war vorher. Die ist noch relativ unbeleuchtet, meiner Meinung nach. Das heißt, es heißt zwar immer, es gab keine politische Einflussnahme, insbesondere nicht seitens des damaligen Ministerpräsidenten. Ich weiß aber, dass eine sehr große Anzahl an Stuttgarter und nicht nur Stuttgarter Bürgern der Auffassung ist, dass es da durchaus eine politische Einflussnahme gab. Der Polizeipräsident Stumpf hatte damals die sogenannte Stuttgarter Linie eingeführt, eine auf Deeskalation abzielende Linie. Ich selber habe mehr bekannte Polizisten im Freiburger Raum, die waren aber auch bei Stuttgart 21 schon eingesetzt und ich habe mit manchen gesprochen, die haben gesagt, das ist alles absolut friedlich, da kann man wirklich gut hingehen. Diese Stuttgarter Linie passt überhaupt nicht in dieses Bild und das ist für mich ein ganz wesentliches Indiz dafür, dass es da doch eine politische Einflussnahme gab, insbesondere auch, weil der damalige Landespolizeipräsident schriftlich vor einer solchen Eskalation auch gewarnt hat. Was der Staat allerdings gemacht hat, ist, dass er versucht hat zu beweisen, dass die Bürger schuld waren und die Demonstranten. Man hat ja unverblümt behauptet, Dietrich Wagner sei an seiner Augenverletzung selber schuld. Er sei in den Wasserstrahl reingelaufen. Es mag sein, dass es auch so aussieht, dass er irgendwo zu einem Zeitpunkt mal einem Wasserwerfer entgegengelaufen ist, der gerade Wasser abgestoßen hat. Aber das war zu einem Zeitpunkt, als noch beregnet wurde. Da waren noch keine Wasserstöße. Und die sind ja das Brandgefährliche, wie man jetzt an dem Resultat gesehen hat. Hätte übrigens die Polizei wissen können, in den 80er Jahren wurden schon mal 4 Schwerverletzte durch Wasserwerfer beklagt. Und daher war eigentlich bekannt, wie gefährlich Wasserwerfer sind. Im Rahmen dieser ganzen Veranstaltung, die dann im Zuge des 30.09. stattgefunden haben, hat mich auch ein Polizeiführer aus Berlin angesprochen. Der hat gesagt, wir haben bei diesen 1. Mai-Kundgebungen, wo wir es wirklich mit Gewalttätern zu tun haben, zwar Wasserwerfer in der Nähe, aber
wir setzen die nicht ein. Wir setzen die nur im größten Notfall ein. Und ein solcher großer Notfall lag offensichtlich am 30.09.2010 im Stuttgarter Schlossgarten nicht vor. Ich halte daher den Einsatz dieser Wasserwerfer, den Einsatz des Pfeffersprays für unverhältnismäßig, insbesondere weil es falsch nicht nach den Polizeidienstvorschriften eingesetzt wurde und weil es einfach lebensgefährlich ist, aus so kurzer Distanz, 15, 20 Metern, mit 16 oder 20 Bar auf Personen zu schießen. Das ist lebensgefährlich. Und es ist eigentlich nur ein glücklicher Umstand, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind, im Sinne von gestorben sind. Was der Herr Wagner nachher mitgemacht hat, ist sehr erstaunlich, denn man hat versucht, ihn zu kriminalisieren. Später hat man dann die ganzen Demonstranten zu kriminalisieren versucht. Man hat ihm vorgeworfen, er hätte Pflastersteine geworfen. In der Tat hat er Kastanien geworfen, die durch die Wasserwerfer auf die Demonstranten geflogen sind. Die hat er sozusagen wieder zurückgeworfen. Da wurde dann ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wegen dem Steinwurf, wegen versuchter Sachbeschädigung am Wasserwerfer. Da ist in der Tat ein namhafter Polizeibeamter aus dem Dezernat 3.1 nach Biberach gefahren, wo die Wasserwerfer stationiert sind, und hat da geprüft, ob da irgendwo eine Schramme ist von einer Kastanie oder einem Pflasterstein. Es gab dann eine Situation, da wurde ich von einem Staatsanwalt hier, der unter Herrn Häusler arbeitet, angerufen, und man hat mir mitgeteilt, dass man jetzt einen Zeugen habe, der gesehen hat, dass Dietrich Wagner Steine wirft oder geworfen hat. Dieser Zeuge habe sogar zwei dieser Steine, die er dem Herrn Wagner weggenommen hat, der Polizei übergeben. Ich habe, ohne dass ich Rücksprache mit Herrn Wagner gehalten habe, sofort angeboten, eine Speichelprobe für eine DNA-Analyse abzugeben. Ich habe gesagt, Sie können mit dem nächsten Streifenwagen direkt zum Herrn Wagner fahren. Ich rufe ihn an, dass er das macht. Und diese Maßnahme ist dann allerdings nicht mehr eingetreten, weil auf diesem Pflasterstein waren nur die Spuren des vermeintlichen Zeugen, keine weiteren Fingerabdrücke oder DNA-Spuren. Gleichwohl hat die Stuttgarter Staatsanwaltschaft da nicht nachgelassen und hat die richterliche Vernehmung dieses Zeugen beantragt. Normalerweise werden die Zeugen von der Polizei vernommen, vielleicht auch noch vom Staatsanwalt. Eine richterliche Vernehmung ist schon etwas Besonderes, sage ich mal. Das Amtsgericht wollte das nicht tun. Das Landgericht hat dem Amtsgericht aber aufgetragen, diese richterliche Vernehmung durchzuführen. Ich war als Verteidiger selbstverständlich bei dieser Vernehmung dabei. Und es gab nach einer Stunde, die wir die Befragung an den Zeugen durchgeführt haben, das klare Ergebnis, dass seine Vorwürfe nicht zutreffend sind und er dem Herrn Wagner keine Steine abgenommen haben konnte, weil dieser keine mit sich trug. Sie müssen sich ja vorstellen, die Polizei hat bei keinem einzigen so akribisch und eifrig ermittelt wie beim Herrn Wagner, weil das war natürlich die Ikone des Widerstands, und da wollte man doch nachweisen, dass ausgerechnet er derjenige war, der diese ganze Gewalteskalation zu verantworten hat. Man hat einfach nichts gefunden, man hat aber mit jedem Mittel versucht, das zu tun. Als dann der Zeuge auch nicht mehr da war, hat man das Video veröffentlicht, was Sie bestimmt auch schon gesehen haben, wo man sieht, dass ein Gegenstand fliegt. Ich habe diese Sequenz im Rahmen der Akteneinsicht erhalten, allerdings in mäßiger Qualität. Ich habe dennoch eine Einzelbildauflösung anfertigen lassen, mit dem Ergebnis, dass nach meiner festen Überzeugung ist das eine Kastanie, weil Pflastersteine selten noch irgendwelche Blätter dran haben. Es war auch nicht faustgroß, sondern es war so offensichtlich, dass man hier versucht, einen Menschen fertig zu machen und ihm die ganze Schuld zu schieben, dass ich da schon gemerkt habe, dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft sehr einseitig ermittelt. Sie hätte, ich behaupte übrigens nicht, wie es auch schon in der Presse hieß, ja, okay, ich fasse mich jetzt auch kurz. Es ist immer wahnsinnig schwer, weil wir natürlich sehr intensiv damit beschäftigt sind. Ich will Sie aber auch nicht langweilen. Jedenfalls durch diese einseitigen Ermittlungen, Herr Reicherter hat es schon angesprochen,
unsere besondere Beziehung zum Oberstaatsanwalt Häusler, habe ich mit meinem Kollegen aus meiner Freiburger Kanzlei einen Antrag beim Justizminister gestellt, die Stuttgarter Staatsanwaltschaft auszuwechseln. Das ist rechtlich möglich. Herr Stickelberger hat unter Bezugnahme auf eine Stellungnahme, die der Generalstaatsanwalt Flieger abgegeben hat, diesem Antrag abgelehnt. Es sieht also keinerlei Anlass dafür, dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ausgewechselt werden müsste. Ich bedauere das sehr. Er hätte da, glaube ich, auch für das Staatsempfinden der Bürger hier in unserem Lande einiges tun können, denn das ist nachhaltig gestört. Und das finde ich sehr bedauerlich, gerade auch, weil es ja beim ersten Untersuchungsausschuss eine Alternativmeinung gab von der damaligen Opposition und dass hier sowohl vor dem Verwaltungsgericht, das die Rechtswidrigkeit des Einsatzes derzeit noch prüft, als auch bei diesem Antrag eine andere Haltung nachher eingenommen wurde, erschließt sich mir nicht, aber vielleicht kann das der Herr Skerl uns nachher ein bisschen klarer verdeutlichen, dass ich das einfach mal verstehe. Ich danke Ihnen sehr. Okay, dann vertiefen wir die anderen Fragen nachher noch. Herzlichen Dank, Herr Mann. Frau Eberle, Sie vertreten zwischen 30 und 40 Mandanten vom 30.09. Okay. Ich nehme nochmal. So, also ich habe verschiedene Mandanten, aber nicht 30 und 40. Also das würde, glaube ich, durch meine Kapazitäten springen. Und Sie arbeiten bei den Stuttgarter Juristen zu Stuttgart 21 mit und befassen sich, wie von Herrn Reichert schon gelobt, im umfassenden Sinne mit dem juristischen Kontext von Stuttgart 21. Wir haben auch besprochen, dass Sie, sage ich mal, zu Ihren Erfahrungen in den Verfahren und im Umgang mit der Stuttgarter Staatsanwaltschaft ein Statement abgeben. Also ich habe eigentlich ein schönes Redemanuskript hier vorbereitet, aber dadurch, dass es hier doch recht zwanglos ist, glaube ich, mache ich das ja auch vom Platz und rede eben jetzt mal frei von der Leber weg. Ich wollte, da ich ja eben als Vertreterin der Juristen zu Stuttgart 21 eingeladen bin, eben auch etwas zu den Juristen zu Stuttgart 21 sagen, um mich auch einfach ein bisschen abzugrenzen von dem, was Dieter Reicherter sagte und jetzt der Kollege Mann, weil wir wiederholen uns dann vielleicht schon ein bisschen. Und ich kann aber gerne nachher auch mal zu den Fällen, die ich habe, 30.09., etwas sagen. Also wir hatten in der Kanzlei sowohl Betroffene, also die dann verfolgt wurden von Herrn Häusler wegen wirklich Bagatellen. Wir haben aber aktuell auch noch Fälle von Opfern. Da ist man aber noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Also wir Juristen zu Stuttgart 21, ich dachte eigentlich, ich hatte so die romantische Vorstellung, dass wir uns aufgrund des 30.09. irgendwie gegründet haben, aber da wurde ich doch heute eines Besseren belehrt. Also es war wohl schon eine Anfrage eine Woche vorher über die Parkschützer da, ob denn nicht auch die Juristen sich irgendwie treffen könnten, so wie die anderen das auch gemacht haben. Und die Ereignisse haben sich dann einfach auch etwas überschlagen und es kam der 30.09. und am 7.10. war dann unser erstes Treffen und es waren überwältigend viele Juristen da, wahrscheinlich auch vor dem Eindruck des 30.09., weil die Empörung war sehr groß und es kamen Leute aus allen Disziplinen, alt, jung, es kamen Menschen und Kollegen, die kannte ich, das hat mich nicht gewundert, dass sie da waren, aber es kamen auch unheimlich viele, wo ich gedacht habe, was die auch. Also es war einfach toll, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass überhaupt nicht klar war, wie jetzt diese Einladungsstruktur funktioniert. Irgendwie kamen halt einfach die Richtigen. Also es war Flurfunk und ja. Es war beeindruckend. Es war sogar so beeindruckend, dass wir nicht einmal einen richtigen Raum hatten. Also den Raum, den wir zunächst hatten, der war dann zu klein. Da musste man mehrfach umziehen. Und ja, es hat dann einfach Spaß gemacht.
Also wir sind bis heute ca. 40 Juristen, die sich auch bei den Juristen zu Stuttgart 21 nach wie vor engagieren, mal mehr, mal weniger. Viele sind, wie Dieter Reichert auch schon sagte, eben noch berufstätig, haben Familie und die Arbeit ist doch sehr arbeitsintensiv. Es ist ja nicht damit getan, dass man irgendwie ein Problem aufdeckt, das muss sich auch einer finden, der es bearbeitet. Und man muss einfach sagen, die Themen sind extrem komplex und wir sind nicht alle Fachleute in diesen Themen, die sind aber auch die Rechtsanwälte der Bahn auch nicht. Das muss man einfach auch sagen. Es ist Neuland und es ist spannend, aber man muss was dafür tun. Also wir haben unter dem Eindruck des 30.09. dann auch einen Arbeitskreis gegründet. Bei diesem Arbeitskreis war ich dann auch dabei. Es haben sich auch noch andere Mitglieder da eingefunden, das sind verschiedene, sind heute auch hier. Und wir haben zunächst mal, wenn uns der AK Jura und der Ermittlungsausschuss gebeten hat, sie zu unterstützen, angefangen, die bereits zu diesem Zeitpunkt vielfältig eingegangenen Zeugenaussagen zu sortieren und auf ihre juristische Verwertbarkeit zu überprüfen. Und es hat sich leider sehr schnell herausgestellt, dass zwar unheimlich viele Zeugenaussagen da waren, die auch toll formuliert waren und nach Zeit und Ort und allem, die auch tolle Beobachtungen, also aus der juristischen Sicht toll geschildert, also dass es gut verwertbar war, aber wir eben nicht zuordnen konnten, wer war jetzt das konkrete Opfer. Und das ist eben die ganze Schwierigkeit in der Ermittlungsarbeiten und das ist sicher auch die Schwierigkeit in der Aufarbeitung des Schwarzen Donnerstags, die Schwierigkeit haben nicht nur Betroffene oder Anwälte, die Betroffene dann vertreten. Die Schwierigkeiten haben natürlich auch die Staatsanwaltschaft bei allem, was man natürlich da auch kritisieren kann. Aber das muss man einfach konstatieren. Und es ist sicher auch sinnvoller, dass sauber und ordentlich gearbeitet wird und nicht gepfuscht wird und auch wirklich dann auch die letzten Gutachten noch eingeholt werden, gerade was die Wasserwerfereinsätze betrifft, wie wenn man dann irgendwie schön kurz drüber weggeht, wie das zum Beispiel mit den Einstellungen, die der Herr Häuser doch noch verbrochen hat bezüglich den Herren Stumpf und Frau Gönne und Herrn Mappus oder so, wie sie alle hießen. Also es wurden ja gegen die politisch Verantwortliche und die oberen Polizeiführer wurde ja recht schnell eingestellt. Wir haben dann diese Zeugenaussagen archiviert und zusammengestellt und die dienen eben auch als Nachschlagewerk, wenn eben ein Rechtsanwalt gewisse Informationen braucht. Wir konnten in Einzelfällen auch Zeugenaussagen vermitteln. Es hat ein Mitglied von uns sich, also der absoluten Sisyphus-Arbeit, sich angenommen und hat also sämtliches Filmmaterial, was im Netz war oder was von privater Seite ihm zugetragen worden war, durchgeschaut, versucht zeitlich zu archivieren, einen Zeitstrahl zu entwickeln und dann entsprechenden Zeugenaussagen, die wir eben verschriftet hatten, zuzuordnen. Also es ist eine immense Arbeit. Diese Arbeit hat auch schon sinnvolle Dienste geleistet, haben schon Fernsehanstalten danach gefragt, aber nach dem gleichen Prinzip hat jetzt auch die Staatsanwaltschaft gearbeitet und hat zumindest in den Ermittlungen, was die Wasserwerfereinsätze betraf, auch so gearbeitet. Also wir sind nicht schlechter als die. Und wie die Ergebnisse dann sind, das wird sich dann weisen. Es waren einige Beobachter von uns auch im Untersuchungsausschuss und haben sich die Sachen angehört. Es war ein Mitglied von uns dabei. Sie hat Protokolle angefertigt, um auch denjenigen, die nicht dabei sein konnten, einen Eindruck zu verschaffen. Es war recht deutlich, also dass natürlich der Ton im Untersuchungsausschuss also ausgesprochen unwürdig war, also auch die Atmosphäre war sehr unwürdig. Ich war auch ein, zwei Mal dabei und es hat mich wirklich gegruselt, allein schon mit was von der Menschenverachtung man eigentlich Opfer angegangen hat und gleichzeitig dann so im Hintergrund Unaufmerksamkeit gezeigt hat und irgendwie die Kuchenbestellungen aufgegeben hat. Also es war wirklich unwürdig, muss man absolut sagen. Ich sehe auch die Bemühungen, also auch von Ihnen, Herr Skerl, also Sie wurden natürlich auch genau beobachtet von uns und es war schon ordentlich, aber klar, Sie waren der Einzige sozusagen unter Wölfen und die waren also wirklich ziemlich unangenehm, also die Herren von der SPD haben sich auch gemüht, zumindest damals kam da noch etwas, aber es war einfach, es war nicht befriedigend und ich kann einfach auch nur die Forderung meines Kollegen Dieter Reichert unterstützen. Es muss ein neuer Untersuchungsausschuss her. Also
Also es hilft nichts, die Ergebnisse sind, ja, es hätte man lassen können. Und wenn man wirklich Rechtsstaat ernst nimmt und wenn man einfach aus ernst nimmt, was am 30.09. passiert ist, und ich denke, das nehmen auch Personen, die eben mit dem Projekt Stuttgart 21 nicht unbedingt viel zu tun haben, auch ernst, weil immer auch von diesen Seiten doch die Empörung nach wie vor auch kommt, was da geschehen ist. Und ich denke, man muss einfach den Mut haben und dieses Thema nochmal anpacken. Und Sie haben auch Unterstützer, Herr Skerl, also wir sind alle bei Ihnen. Ich sage gleich noch was zu meinen Fällen, aber zum Thema Medien wollte ich vielleicht auch noch was sagen, weil ich auch genau die gleiche Beobachtung oder das gleiche Erleben hatte wie Dieter Reicher da. Es kamen schon immer wieder Anfragen von Fernsehanstalten, Radioanstalten, ist ja egal, also besonders bedrängend waren eigentlich die Fernsehanstalten, und man wollte dann irgendwie so schön erzählen, wie es dem Mandanten ging und eben auch die Opferperspektive rausarbeiten, um eben anhand dieser auch die Ungeheuerlichkeit zu zeigen, dass es eigentlich jeden treffen kann. Leider hat das die Medien nicht so interessiert, also jeden haben sie nicht mit in die Berichterstattung aufnehmen wollen. Es ging also nur um die absolut spektakulären Fälle. Das war eben der tragische Fall mit dem Herrn Wagner, und es ging eigentlich darum, möglichst viel Staatsanwaltschaftsschelte zu betreiben oder Polizeidresche, und es ist halt in dieser Allgemeinheit, kann man es leider nicht so sagen, also man muss schon recht differenziert natürlich auch vorgehen, um sich da nicht unglaubwürdig zu machen. Das Ergebnis war, dass dann eben leider nichts kam. Was aber vielleicht kann man es nachher noch diskutieren, oder ich kann es vielleicht gleich auch dem Vertreter der Journalisten auch mitsagen, dass ich auch den Eindruck habe, dass zu wenig gefragt wird. Also wir kriegen als Juristen schon immer, oder ich als Rechtsanwältin kriege schon immer auch mit, dass Dinge laufen. Zum Beispiel gibt es eben auch Verurteilungen von Polizisten, die überhaupt nicht publik gemacht werden. Und wo man vielleicht auch einfach ein bisschen nachbohren kann, oder wer fragt, kriegt vielleicht auch eine Antwort. Also mal bei der Staatsanwaltschaft nachfragen. Ich hatte auch der Staatsanwalt vorgeworfen, ja, Sie haben doch so ein schlechtes Image, dann tun Sie doch was dafür, dann veröffentlichen Sie solche Fälle. Dann kam die Antwort, und die ist eigentlich plausibel. Wir tragen keine Verurteilungen nach außen, sowohl nicht in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Und das ist auch verständlich, das ist eigentlich auch nicht eine Sache von der Staatsanwaltschaft, sich mit zu brüsten, wer jetzt irgendwie alles verurteilt wurde. Im Zweifel ist es schon so der Anwalt, der dann Pressearbeit macht für seinen Mandanten, und dass natürlich der Anwalt eines Polizisten oder der Polizist selbst wenig Interesse hat, dass sowas wird, ist schon auch klar. Also deswegen einfach mehr nachfragen und nachbohren, und da gibt es Material. Dann zu meinen Fällen. Also ich habe Fälle mit etwas leichteren Verletzten, also nicht ein Fall von den Schwerverletzten. Es gibt ja 7 Schwerverletzte, nicht nur 4 übrigens. Also die Akten werden mit 7 Schwerverletzten geführt, und das sind eben hauptsächlich die Augenverletzten. Und es gibt 23 Leichtverletzte, das sind hauptsächlich blaue Flecken, Schürfwunden und so weiter. Und also von 30 Verfahren ist jetzt so mein letzter Stand, das sind die Zahlen, wo die Staatsanwaltschaft eben im Bereich Wasserwerfer ermittelt. Es gibt aber natürlich auch noch andere Komplexe, also Schlagstock und Pfefferspray, da kann ich Ihnen leider nichts Aktuelles sagen, da liegen mir nicht einmal Ermittlungsakten vor, da hatte ich auch noch keine Akteneinsicht, aber bei den Wasserwerfern funktionierte das wenigstens. Und bei diesen Wasserwerferermittlungen muss ich schon sagen, dass also sauber ermittelt wurde, es wurde sehr umfangreich ermittelt, also die Aktenfülle ist unendlich, es sind 25 Teilordner, ich habe jetzt noch mal zur Vorbereitung mir einen, den wichtigsten Teilordner rausgesucht, der die großen Zusammenfassungen hat. Ich saß alleine an dem einen Teilordner 18 Stunden, um das einfach durchzuschauen. Und also ich will da ein bisschen Gefühl geben, dass es also nicht so ist, dass die Staatsanwaltschaft gar nichts macht. Und es ist auch so, dass also auch sehr viel Verwertbares rauskommt. Also von diesen 30 Fällen, also sind in 19 Fällen, ist ganz klar zuzuordnen, also welcher dieser Wasserwerferpiloten, dieser Rohrführer, wie es heißt, auch geschossen hat. Und also diese 19 Fälle, da wird es auch zu Verurteilungen kommen, weil es einfach klar ist, wer es war.
es ist ja die große Schwierigkeit, dass man am 30.09., es ist sehr, sehr viel passiert, aber man konnte es nicht richtig zuordnen. Und das ist also zumindest für mich ein kleiner Trost, dass es immerhin doch so viele Fälle waren. Und ich durfte heute auch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer hören und ich hatte mit dem Staatsanwalt, der da ermittelt, telefoniert und es sind in zwei Fällen, die über das Bürgertribunal aufgekommen sind, ist jetzt auch das öffentliche Interesse bejaht worden. Auch diese zwei Fälle werden jetzt als Opfer geführt und da wird auch ermittelt. Und wenn Sie natürlich, ich weiß, dass viele Leute natürlich gesagt haben, nein, da bin ich jetzt nicht mutig und das gibt vielleicht einen Schuss nach hinten und ich habe vielleicht doch irgendwie ein bisschen genötigt oder stand vielleicht ein bisschen falsch. Also ich habe gerade den Eindruck, dass doch eine Stimmung, zumindest also was die Wasserwerfer-Einsätze betrifft, da ist, dass wenn es Verletzungen gab, dass da auch durchaus eine Aufgeschlossenheit da ist, dass man sagt, ja, das nehmen wir auch mit rein, auch hier werden wir ermitteln. Man muss auch so sehen, also diese Wasserwerfergeschichten, die werden wahrscheinlich bundesweites Aufsehen erregen und so wie sie es aus den noch nicht vollständigen Ermittlungsakten, aber doch recht umfangreichen Ermittlungsakten auch darstellt, wird wahrscheinlich auch hinterfragt werden müssen von der Politik oder vielleicht können Sie da auch schon was dazu sagen, vielleicht wird es ja auch schon hinterfragt, ob überhaupt zukünftig der Wasserwerfer das geeignete Mittel ist, um unmittelbaren Zwang noch weiterhin auszuüben. Es ist eigentlich gruselig, wenn man sich das durchlesen darf, wie da vorgegangen wurde und wie dilettantisch und ein Trauerspiel. In den anderen Fällen leider Pfefferspray gibt es aktuell nichts Neues, und aber wir bleiben dran und am Ball. Frau Eberle, Sie haben uns einen Einblick in die Sisyphos-Arbeit gegeben, sehr differenziert und sicher für viele von uns auch hochspannend. Herr Bartle, Sie haben sich der Sisyphos-Arbeit unterworfen, bereits ab diesem Sommer die Aufarbeitung des 30.09. im Kontext, die meisten von uns werden Ihre Artikel gelesen haben, zu thematisieren. Sie haben sehr tief recherchiert mit vielen, die auf dem Podium sitzen und an anderen gesprochen. Wie ist Ihr Blick, sage ich mal, als nicht direkt Beteiligter an den Verfahren, der aber das Ganze politisch bewertet hat, inzwischen auf den Stand der Dinge und was bleibt aus Ihrer Sicht noch zu tun? Ja, ich denke, man müsste einfach mal anfangen, etwas zu tun. Also wenn es um die politische Aufarbeitung geht, dann muss man anfangen damit. Insofern sind wir heute Abend beieinander. Und da ist dem Kreisverband der Grünen zu danken, denn es ist die erste Veranstaltung, die von einer Partei gemacht wird zum 30.09.2010, also 2 Jahre, 2 Monate und 5 Tage danach fängt eine Partei mal an, sich überhaupt um das Thema zu kümmern. Ja? Das wird jetzt vermutlich das einzig Positive sein, was ich über die Grünen zu sagen habe. Denn eigentlich ist das nicht die Aufgabe des Kreisverbandes Stuttgart, schon auch, ja? Sondern eigentlich ist es die Aufgabe der Fraktion im Landtag, respektive der Landesregierung, desjenigen Teils Landesregierung. Und wenn wir also die Frage stellen, wie weit sind wir denn gekommen, wo befinden wir uns in der politischen Aufarbeitung, dann sage ich, wir befinden uns ungefähr dort, wo wir am, ich glaube, es war der 5. Oktober 2010 waren. Das hat jeder noch im Kopf, das Bild. Die Pressekonferenz von Mappus, neben ihm Frau Gönner, hinter ihm der Innenminister und dann noch der Herr Rau, alle mit betretener Miene und das berühmte Zitat, solche Bilder dürfen sich nie mehr wiederholen. Das war das letzte Mal, dass ein Mitglied der Landesregierung Baden-Württemberg sich zum Thema 30.09. geäußert hat. Seither hat kein Mitglied der Landesregierung mehr ein Wort zu dem Thema gesagt, jedenfalls nicht bei einer offiziellen Stellungnahme. So viel zum Thema politische Aufarbeitung. Und wenn es jetzt seither, weil halt viele
Juristen hier auf dem Podium sitzen, so geklungen hat, als wäre der 30.09. respektive das, was alles nicht passiert ist seither, vor allem ein Justizskandal, dann sage ich, das ist es vielleicht auch, aber es sind noch zwei andere Skandale dazu. Es ist ein politischer Skandal, ein Skandal, es ist ein politischer Skandal der Ignoranz, ja. Wir müssten uns ja nicht darüber wundern, wenn wir immer noch eine CDU-FDP-Regierung hätten, wenn es so wäre, dass nichts passiert ist. Wir haben aber in einem Land nach 58 Jahren eine Regierung abgewählt, unter anderem auch deswegen, wegen dem, was am 30. September passiert ist. Und wir haben eine neue Regierung, die dieses Thema schlicht und ergreifend totschweigt, um eines einzigen Grundes willen, nämlich des Erhalts des Koalitionsfriedens. Etwas anderes kann ich nicht erkennen in dem Zusammenhang. Und der dritte Skandal ist natürlich auch, das ist auch schon mehrfach angeklungen, der Umgang der Medien mit diesem Thema. Der findet nahezu nicht statt. Das hat zum einen damit zu tun, dass es für Medienschaffende schon in der heutigen Zeit schwierig ist, sich so intensiv und tief hineinzuarbeiten in ein so komplexes Thema und so weiter und so weiter. Dafür muss man sehr viel Zeit haben und sehr viel Engagement. Und am Ende kommt vielleicht trotzdem nichts dabei raus. Kann immer mal auch passieren in juristischen Zusammenhängen. Aber der zweite Punkt ist natürlich ganz klar der, was haben wir für Medien hier in dieser Stadt? Ja? Die haben, das muss uns einfach klar sein, mindestens ich rede von denen, die ihr Zeug auf Papier drucken, die haben genau das gleiche Problem wie die SPD beispielsweise in der Landesregierung. Ja? Die kann auch eigentlich das Thema 30. September nicht hören, weil alles, was im Zusammenhang mit dem Bauprojekt, über das wir heute nicht reden wollen, steht, schadet diesem Bauprojekt, über das wir heute nicht reden wollen. Also reden wir erstmal gar nicht drüber. Jetzt haben sich, genauso wie die SPD, haben sich auch mindestens mal die Printmedien in Stuttgart ja schon vor Jahren und immer wieder und tun es tagtäglich noch, geoutet als Befürworter dieses Projektes. Also haben sie die gleiche Situation, dass sie einfach lieber, ich habe es kürzlich schon mal irgendwo gesagt, ein Tag ohne Stuttgart 21 ist ein guter Tag in der Zwischenzeit in den Redaktionen oben in Möhringen. So ist es. Und insofern ist da natürlich die ganz große Motivation, sich um diesen 30.09. zu kümmern, nicht vorhanden. Trotzdem, es ist für mich also wirklich einfach unbegreiflich, wie ein Justizminister umgeht mit der Angelegenheit, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart auch vor allem in ihrer Führung umgeht mit dem Thema. Das ist ja nicht der Herr Häusler, der Häusler ist ja nicht der Chef dieses Hauses, da gibt es noch drei Hierarchieebenen oberhalb von dem. Das heißt, diese drei Hierarchieebenen oberhalb von ihm machen das alles mit, decken es oder machen es mit oder sind überzeugt davon, dass es in Ordnung ist. Und das geht dann letztendlich hinauf bis zum Justizminister, der sich, wann immer wieder was eingestellt wird oder sonst was passiert, um den Herrn herum dann vor, hinter und neben ihn gleichzeitig stellt und sagt, er würde ordentlich ermitteln. Es ist für meine Begriffe schon, wenn ich jetzt einfach die Vorgesetzten innerhalb der Behörde Staatsanwaltschaft Stuttgart mir vorstelle, ich habe selber auch ein Unternehmen geführt mit 70 Mitarbeitern. Wenn es dahin kommt, dass in einer solchen Stadt wie Stuttgart, das ist ja nicht ganz klar, ein einzelner Staatsanwalt namentlich bekannt ist, ja, das ist eigentlich ein Unding, das gibt es nicht normalerweise. Kennen Sie irgendeinen anderen Staatsanwalt namentlich in dieser Stadt? Normalerweise nicht. Ja. Der Mann wird auf Demonstrationen, sein Konterfei wird durch die Straßen getragen, es gibt Sprechchöre, da wird Häusler weg skandiert. Es gibt Petitionen im Internet, die seine sofortige Ablösung
verlangen und. Ich als Vorgesetzter vom Herrn Häusler müsste längst hergegangen sein, schon weil ich verpflichtet bin, meinen Mitarbeiter zu schützen vor einer solchen Situation. Man muss ihn ja nicht absägen, man muss ihn ja nicht rausschmeißen, man kann ihm einfach eine ganz einfach eine adäquate andere Tätigkeit innerhalb dieser Behörde zuweisen. So. Wenn das nicht passiert, dann ist es einfach auch nicht gewollt. Das ist der Punkt. Ja, also das wird schon von der Behördenleitung, darüber von der Generalstaatsanwaltschaft und darüber wiederum vom Justizministerium so gesehen. Meine Gespräche mit Staatsanwälten, und ich habe mit wirklich einigen geredet, haben mich immer wieder unter großem Befremden dahingehend zurückgelassen, wie gering oder einfach auch nicht vorhanden das Bewusstsein dieser Leute ist gegenüber dem, was dieser 30.09. in der Stadt angerichtet hat, im Bewusstsein der Leute, die es erlebt haben und eigentlich auch in einer wesentlich größeren Öffentlichkeit. Sagen Sie mir einen anderen Vorgang aus den letzten, so lange wie Sie zurückdenken können, Jahren, wo Bilder aus Stuttgart bis in den hintersten Winkel dieser Welt übertragen worden sind und davon die Rede war, das ist in Stuttgart passiert. Das ging 3 Tage lang, dann kam die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Aber 3 Tage lang war Stuttgart Gesprächsthema überall auf der Welt. Wenn ich jetzt Behördenleiter bin, Staatsanwaltschaft Stuttgart, und so etwas passiert, zufälligerweise auch noch in Sicht, Luftlinie 500 Meter weg von meinem Arbeitsplatz, ja, dann werde ich mir spätestens am nächsten Tag hergehe zu meinen Mitarbeitern und sage, Leute, also hier stehen wir so im Fokus, wie wir das noch nie getan haben in der Vergangenheit. Und alles, was wir jetzt in diesem Zusammenhang tun, machen wir in aller Transparenz und wir legen aber jeden einzelnen Schritt zu Papier, bringen wir zu Papier, was wir tun, warum wir es tun und wann wir es getan haben. Nichts dergleichen ist dort passiert in dieser Behörde, noch nicht einmal annäherungsweise. Es war jetzt, ich habe versucht, zum 2. Jahrestag des 30. September aktuelle Zahlen zu bekommen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Das war ein Vorgang, der hat 10 Wochen in Anspruch genommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ist natürlich daran gehalten, nicht aus laufenden Verfahren heraus zu berichten, um Himmels Wille, aber darum geht es ja nicht. Es ging nur darum, zu erfahren, en bloc sozusagen, was haben die denn getan in der Zwischenzeit in diesen 2 Jahren? Wie viele Verfahren und so weiter und so weiter. War nicht möglich, weil angeblich eine Software von Anfang an nicht so gespeist wurde, wie man dann später gedacht hätte, wie es besser gewesen wäre und so. Also es hat tatsächlich 10 Wochen gedauert, bis dann die Zahlen auf dem Tisch gelegen haben und die hat dann tatsächlich kein einziges Medium aufgegriffen. Ja, ist wirklich wahr. In der Stuttgarter Zeitung stand vom Andreas Müller ein Artikel, in dem aber nur wiedergegeben wurde, ja, diese Zahlenwerke. Ich habe dann ein einziges Mal, ist es mir glaube ich gelungen, ein führendes Mitglied des Hauses dort in der Neckarstraße ein Stück weit zum Nachdenken zu bringen, als ich ihm gesagt habe, jetzt stellen Sie sich doch einfach mal vor, dieser 30.09., dieser schwarze Donnerstag, der wäre eben nicht hier 500 Meter entfernt von Ihnen passiert, sondern irgendwo in der Ukraine, in Weißrussland oder bei Herrn Putin direkt in Moskau. Dann wäre genau das Gleiche passiert. 2 Tage lang wären die Bilder von diesen Vorgängen auf der ganzen Welt wieder in den hintersten Winkel übertragen worden. Und dann wäre die nächste Sau durchs Dorf getrieben worden. Jetzt stellen wir uns weiterhin vor, habe ich zudem gesagt, dass zum 2. Jahrestag irgendein westlicher Korrespondent, so ein ARD-Mensch, beim Ministerpräsidenten von der Ukraine, von Weißrussland oder beim Putin persönlich, vielleicht einen Termin kriegt und der zieht dann noch seinen Justizminister bei und der westliche
Korrespondent stellt dann halt die Fragen, die wir jetzt auch diskutieren heute Abend. So, also wie weit seid ihr denn gekommen in der Aufarbeitung dieses Vorgangs? Wie viele Verfahren habt ihr denn abgewickelt und wie viele Demonstranten sind verknackt worden und wie viele Polizisten sind verknackt worden? Und dann würde der Justizminister sagen, also, keine Ahnung, also unsere Software ist noch aus der Sowjetunion. Und der Ministerpräsident würde sagen, oh, das ist das Ressort vom Koalitionspartner, da kann ich gar nichts dazu sagen. Ja? Dann würde der westliche Korrespondent daraus einen witzigen Film machen und wir überall in Westeuropa, egal wo wir sitzen, würden sagen, ja, ist das ein Wunder? Ja? Sind doch die letzten Despoten Europas, die da in Weißrussland und so weiter. Nein, das passiert hier, in dieser Stadt. Danke, Herr Bartle, auch für die Steilvorlagen von Ulis Kerl, der jetzt gleich reden wird. Ich habe das bei der Begrüßung extra vermieden, nur für Sie den Hinweis, es ist schön, dass wir die erste Partei sind. Sie bemängeln zu Recht, zu spät, vielleicht noch rechtzeitig, das werden wir noch sehen. Es sind heute Abend Mitglieder der Stadtratsfraktion, zwei Landtagsabgeordnete und unsere Bundestagsabgeordnete im Saal. Ich wollte es vorher nicht erwähnen, aber gehen Sie davon aus, dass die Veranstaltung bei uns intern auch eine hohe Aufmerksamkeit hat. Soweit. Eine persönliche Eingangsfrage, Uli, bevor du das Mikro kriegst. Zur Dialektik der Politik. Du warst selbst am 30.09. im Schlossgarten. Hast es auch nicht so weit gehabt, 500 Meter, ja. Welche Fantasien hattest du damals als Oppositionspolitiker, was alles aufgeklärt werden muss? Und was ist aus deinen Fantasien geworden? Ja, schönen guten Abend. Vielleicht eine persönliche Bemerkung vorab, damit man so mich besser einordnen kann. Ich bin ja in Nordlicht in Baden-Württemberg, also ich lebe an der hessischen Landesgrenze. Und habe mir in meinem Leben nicht vorstellen können, dass ich so viele 100 Stunden mit einem schwarzen Donnerstag in Stuttgart zubringen werde, im Untersuchungsausschuss und bis zum heutigen Tage. Also ich vernehme diese Kritik auch an uns, da müssen wir sicherlich drüber diskutieren und da ist auch einiges sicherlich nicht unberechtigt in aller Offenheit. Ich bin jemand, der gerne Klartext redet, auch über das Verhalten, das eigene Verhalten und eigene Entscheidungen, da gibt es kein Vertun und ich finde es wichtig, dass Sie das ansprechen, dass wir das gemeinsam diskutieren können und mit den Kollegen zusammen werden wir immer versuchen, es besser zu machen. Das ist überhaupt keine Frage, aber meine persönliche Motivation war und ist, dieses Ereignis vollständig aufzuklären, weil es für mich, jedenfalls in der Geschichte Baden-Württembergs, der erste Polizeieinsatz gewesen ist, der unmittelbar von der politischen Führung des Landes befehligt worden ist. Befehligt worden ist, ja. Und für die Beantwortung dieser Frage, glaube ich, brauchen wir keinen Untersuchungsausschuss mehr. Das haben wir beantwortet. Das hat der Minderheitsbericht damals von Grünen und SPD, leider Minderheitsbericht, der wäre sonst völlig anders ausgefallen. Da können Sie vor allen Dingen, was die Konsequenzen die zu ziehen waren, angeht, sicher davon ausgehen, dass es ein anderer Bericht geworden wäre. So war es ein Minderheitsvotum. Aber wir haben sehr eindeutig festgestellt und politisch erzählt, dass es, nachdem die Umfragen für Stefan Mappus immer schlechter geworden waren, Anfang und Mitte September einen Kurswechsel in der Politik der Landesregierung gegenüber der Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 gegeben hat, dass Aggressionen ins Spiel kamen, dass die Sprache sich geändert hat und dass das sogenannte Finale eingeleitet worden ist durch den Besuch auf dem Pragsattel im Stuttgarter Polizeipräsidium 10 Tage vor diesem schwarzen Donnerstag. Und der Höhepunkt war, und das ist wirklich einmalig in der Geschichte des Landes, dass am Tag vor diesem Polizeieinsatz, als in der Polizei, und das ist dokumentiert, eine offene Lage da war, der Landespolizeipräsident, der heute noch im Amt ist und was ich auch in Ordnung finde, weil er einer der ganz wenigen Besonnenen damals gewesen ist, der Herr Dr. Hamann, hat vor diesem Einsatz gewarnt
Und der Stuttgarter Polizeiführer, der nicht mehr im Amt ist, und auch das ist gut so, hat diesen Einsatz gewollt. Und da gab es eine Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung ist gegen 17 Uhr nicht im Polizeipräsidium Stuttgart, sondern in der Villa Reitzenstein, im Amtszimmer des Ministerpräsidenten, entschieden worden, durch persönliche Einflussnahme von Stefan Mappus, der genau zu dieser entscheidenden Besprechung auch eingeladen hatte. Er war in Baden-Württemberg unterwegs, hat zum Autotelefon gegriffen und hat zu dieser Besprechung eingeladen. Das ist Fakt, das ist ermittelt, das haben wir festgestellt. Und deshalb ist völlig klar, das ist einer der ganz wenigen und vor allen Dingen einer der schlimmsten Polizeieinsätze in der Geschichte des Landes, wahrscheinlich der schlimmste überhaupt, der völlig aus dem Ruder gelaufen war, gewesen ist, unter unmittelbarer politischer Verantwortung. Das steht für uns fest und das ist Ergebnis des Untersuchungsausschusses. Sie gestatten mir den Satz, dass ich auf diese Feststellung damals einigermaßen stolz war. Ja. Weil wir mussten das unter schwierigen Rahmenbedingungen feststellen. Die Bedingungen des Ausschusses hat die damalige Mehrheit aus CDU und FDP diktiert. Wir haben teilweise dreimal in der Woche tagen müssen, 12 bis 14 Stunden. Und es war schwierig, Beweise zu würdigen, auszuwerten, Filme zu sichten und so weiter und so fort. Es war das klare Ziel der Regierung, rechtzeitig vor der Landtagswahl diesen Ausschuss abzuschließen. Dass es dann vom Ergebnis trotzdem nicht geklappt hat. Also die Höchststrafe für diesen Polizeieinsatz hat die Landesregierung damals zum Glück gekriegt, nämlich ihre Abwahl. Das war tatsächlich nicht zu toppen. Ja. Jetzt aber zu dem, was Sie zu Recht umtreibt. Ich sage ganz offen, ich bin mit dem heutigen Stand und Zwischenergebnis der juristischen und politischen Aufarbeitung dieses schmutzigen Donnerstages, schwarzen Donnerstages, nicht zufrieden. Ausdrücklich nicht zufrieden und das teile ich mit meiner Fraktion. Das können Brigitte Lösch und Nick Cenk, die beide heute Abend auch da sind, bestätigen. Wir diskutieren sehr, sehr oft über diese Fragen, überlegen uns Initiativen. Es gibt von den beiden Stuttgarter Abgeordneten, von allen Stuttgarter Abgeordneten Initiativen. Es gibt Gespräche mit dem Justizminister über die Frage, was machen die Ermittlungen, welche Rolle spielt die Staatsanwaltschaft und was verdammt nochmal kann getan werden, damit dieses verdammt schlechte, schiefe Bild in der Stuttgarter Bürgerschaft, die Staatsanwaltschaft würde einseitig ermitteln, korrigiert werden kann. Das versuchen wir zu transportieren. Ich denke, Sie werden verstehen, dass es nicht jeden Tag Gegenstand in der Stuttgarter Zeitung oder in den Stuttgarter Nachrichten sein kann. So würde eine Koalition nicht funktionieren. Aber dass da Friede, Freude, Eierkuchen wäre und die grüne Fraktion da nichts macht und kuscht und keine auch kritischen Diskussionen führt, das ist nicht der Fall, das dürfen Sie mir glauben. Wir sind da engagiert dabei, stoßen da halt manchmal an unsere Grenzen. Das räume ich auch gerne unumwunden ein. Ich persönlich hätte es von Anfang an als richtig empfunden, dass die Stuttgarter Staatsanwalt diese Ermittlungen gar nicht führt und vor allen Dingen nicht mit Herrn Häusler führt. Das war für mich immer klar. Ich habe es ja auch gewagt, das war damals noch zu Oppositionszeiten, das räume ich auch gerne ein, die Abberufung von Häusler als Parlamentarier zu fordern. Das waren erlebnisreiche Tage danach, nachdem diese Forderung draußen war. Ich habe so ziemlich von jeder Richter- und Staatsanwaltsvereinigung in Deutschland böse Post bekommen, aber auch das musste man damals austragen. Aber wir haben das immer wieder formuliert. Tut auch dieser Staatsanwaltschaft und diesem Oberstaatsanwalt einen Gefallen, nehmt ihn aus der Schusslinie und verleiht diesen Ermittlungstätigkeiten einen objektiven Rahmen, in dem eine andere Staatsanwaltschaft damit betraut wird. Da ist einfach zu viel zusammengekommen. Ich will gar nicht würdigen, Einstellungsbeschlüsse oder Anklageschriften kann ich zum Teil auch gar nicht, weil ich nur ganz wenige kenne, aber es ist in der Summe zu viel zusammengekommen, da ist zu viel gelaufen, als dass das, glaube ich, noch glaubwürdig korrigiert werden kann. Deswegen bleibt diese Forderung auch heute bestehen. Wenn der Rechtsfrieden in dieser Stadt wiederhergestellt werden soll, tun wir ein gutes Werk, wenn eine andere Staatsanwaltschaft damit beauftragt wird. Das ist meine klare Meinung. Noch ein Satz zum zweiten Untersuchungsausschuss. Also ich verstehe ja diese Forderung, die ist völlig klar aus Ihrer Sicht. Da gibt es kein Vertun. Ich habe sie ja auch öffentlich nicht erhoben, aber ich habe gesagt, es kann notwendig werden.
Ich bitte jetzt um Verständnis, dass ich all die vielen Geschichten, die damit zu tun haben, hier nicht öffentlich ausbreiten kann. Da sind viele strategische Überlegungen dabei und viele Informationen dabei, die unser politischer Gegner nicht erfahren kann. Deswegen kann ich dazu einfach nichts sagen. Es gibt da noch einige Fragen zu klären. Bin auch durchaus der Meinung, dass es möglich sein kann, wenn die juristische Situation sich entwickelt, dass unsere Landesregierung unmittelbar über Akten- und Dokumentationsfunde Auskunft geben kann. Sie wissen, dass Mappus derzeit die Löschung seiner E-Mails gerichtlich verlangt und dass das eine Situation ist, wo das Staatsministerium aus Rechtsgründen das gar nicht veröffentlichen kann und gar nicht dazu Stellung nehmen kann. Sie würde, also es wäre fatal, wenn das passieren würde. Das können wir ernsthaft nicht erwarten, wenn der Landesregierung der Weg dauerhaft versperrt bleibt und der Untersuchungsausschuss die einzige Möglichkeit für den Landtag ist, an bisher nicht bekannte Dokumente zu gelangen, dann bin ich dabei, diesen Untersuchungsausschuss auf den Weg zu bringen. Das verspreche ich Ihnen heute. Ja. Es wird aber klar sein, dieser Untersuchungsausschuss wird einen beschränkten Einsetzungsauftrag haben. Er wird den Auftrag haben, das, was bisher nicht da war, nachträglich aufzuklären. Und ich bleibe deshalb so hart in dieser Forderung, weil wir letzte Woche doch mal, die Frau Eberle hatten gesagt, eine Staatsanwaltschaft kann das nicht, aber die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat in der letzten Woche eine bemerkenswerte Erklärung aus dem laufenden Ermittlungsverfahren zu Stuttgart 21 abgegeben. Sie hat nämlich gesagt, in den E-Mails von Herrn Mappus lässt sich eine politische Einflussnahme nicht nachweisen. Ich halte das für einen Skandal, diese Erklärung. Ja? Ich halte das für einen Skandal, weil es gibt kein Ermittlungsverfahren gegen Stefan Mappus, sondern es gibt andere Ermittlungsverfahren gegen die Polizisten in Wasserwerfern, gegen eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern. Und die Staatsanwaltschaft hatte und hat den Auftrag, auch diese E-Mails, die nachträglich gefunden wurden, daraufhin auf Verwertbarkeit in diesen Strafverfahren zu untersuchen und nichts anderes. Und sie hatte kein Mandat und keine Veranlassung und keinen Auftrag, eine derartige Erklärung für den ehemaligen Ministerpräsidenten abzugeben. Und deshalb bleibt es unser Interesse, diesen Vorgang restlos aufzuklären. Ich sage noch einen Satz, warum. Es geht uns nicht mehr, habe ich gesagt, um die Aufklärung der politischen Einflussnahme, die ist für uns geklärt. Aber es geht um was, was auch ganz sicher den Herrn Mann interessiert, der ja noch um die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit dieses Polizeieinsatzes für seine Mandanten streitet. Ein Prozess übrigens, nämlich eine hohe Bedeutung beimesse, wenn das Urteil irgendwann mal rechtskräftig sein wird, weil es wird das Verfahren sein, was dann letztendlich über die Rechtmäßigkeit polizeilichen Handelns, aber auch des Handelns der Demonstrierenden an diesem Tag im Stuttgarter Schlossgarten entscheiden wird. Es wurde uns ja immer gesagt, dass es im Wesentlichen zwei Gründe waren für diesen Polizeieinsatz. Grund 1 war ein ganz banaler rechtlicher. Die Bahn AG war im Besitz des Baurechtes und hatte das Verlangen geäußert, zu diesem Zeitpunkt durch die Baumfällungen und die Errichtung des und Absperrung des Areals mit dem Bauvorhaben zu beginnen. Und die Landesregierung, die damalige, hat immer gesagt, wir müssen diesem Begehren aus Rechtsgründen entsprechen, koste es, was es wolle. Und der zweite Grund war immer ein polizeitaktischer Grund. Man will deshalb jetzt in den Schlossgarten gehen, um eine Widerstandssituation sich nicht verfestigen zu lassen. Das war immer so diese polizeitaktische Argumentation, aber sie ist kein Grund, auf den sich letztendlich ein verhältnismäßiger Polizeieinsatz stützen kann. Ich habe deutliche Anhaltspunkte dafür, dass es zum Beispiel in solchen Unterlagen Hinweise geben könnte, ich formuliere bewusst im Konjunktiv, aus denen sich ergibt, dass die Bahn längst von diesem Datum 30.09.-1.10. Abstand genommen hat und nicht mehr darauf bestanden hat, dass zu diesem Zeitpunkt die Baumfällungen stattfinden sollen, um ihre Baumaßnahmen zu beginnen. Und das, meine Damen und Herren, will ich wissen. Das will ich wissen, weil es für die Gesamtaufklärung von großer Bedeutung ist. Applaus